Herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo, das die Reihe der Versicherer-Argumente, zumindest eine Versicherer-Schreiben, abschließt mit einem Fazit. Ein Fazit, das üblicherweise so oder in der Form gern gezogen wird und das Ganze nochmal abschließt und mit einem Generalschlag nochmal pauschal davor warnt. Was hat der Versicherer geschrieben? Die pauschal dotierte Unterstützungsweise ein hochkomplexes System, das zwar betriebswirtschaftliche Chancen bietet, jedoch mit deutlich höheren Haftungsrisiken verbunden ist als eine konkurrent rückgedeckte Unterstützungskasse. Aus meiner Sicht insoweit falsch, ein hochkomplexes, ich glaube hochkomplex ist vieles, auch eine Versicherung könnte ein Unternehmer nicht selbst betreiben, aber ein guter Versicherer kann das Geschäft und eine pauschal dotierte Unterstützungskasse kann ein Unternehmer auch nicht persönlich betreiben, aber ein guter Verwalter, Konzeptionär, Rechtsanwalt und Steuerberater können das Ganze. Dass die Haftungsrisiken höher sind als bei der Rückgedeckten, im Gesetz sind sie gleich, er haftet immer für alles, was er zusagt. Hier kann er genauso anlegen wie der Versicherer, wenn er das möchte. Und wenn er seine Haftung wirklich reduzieren möchte, dann legt er sich das Geld in einen Tresor, dann haftet er letztendlich nur für den Zins, gibt er das Geld für eine Versicherung, haftet er auch dafür, was die nach Griechenland, nach Spanien, Italien, Portugal oder sonst wo hingeben. Dann warnt der Arbeitgeber, sollten sich vor Einrichtung einer pauschal dotierten Unterstützungskasse der nachhaltigen Finanzierungsverpflichtung und der Höhe ihrer Subsidiärhaftung bewusst sein, dass ihm auch wieder beim ganz am Anfang bei unserer elementaren Funktionsweise Mitarbeiter, der 100 Euro dem Unternehmen zur Verfügung stellt, wird die 100 Euro wieder zurück. Da ist keine große Subsidiärhaftung, da ist keine große Finanzierungsverpflichtung. Das ist nichts anderes als ein Bankdarlehen. Im Prinzip braucht es ein Controlling, dass ich genau weiß, wann muss ich was zahlen, wie hoch ist der Barwert meiner Verpflichtung. Aber ein Geld, das ich mir leihe, ob vom Unternehmer oder von der Bank, muss ich zurückzahlen und die Zinsen auch. So einfach ist das Ganze. Die pauschal dotierte Unterstützungskasse kann das Unternehmen insbesondere bei hoher Fluktuation nachhaltig belasten. Die Kosten sind deutlich höher als bei einem Versorgungssystem, das durch Versicherungen finanziert wird. Ich glaube, das ist das, wo die Kosten höher sind, was man am leichtesten entkräften kann, nachdem sie Versicherer, wenn auch versteckt und verklausuliert und mit verschiedenen Wenn und Abers und versteckt auch in ihre Verträge reinschreiben müssen, wie die Kosten sind. Die Kosten einer pauschal dotierten Unterstützungskasse sind nur ein Bruchteil. Dass die hohe Fluktuation nachhaltig ist bei arbeitgeberfinanzierten Systemen, führt die Fluktuation dazu, dass das System im Wesentlichen durch die Fluktuation finanziert wird, weil dann die Fluktuationsgewinne entstehen, Steuervorteile konserviert bleiben und was ja das Ziel ist bei fluktuationsintensiven Unternehmen, es soll ja die Fluktuation reduziert werden, dass Mitarbeiter eben wegen der Versorgung bleiben und wenigstens 5, 6 Jahre voll machen. Also, dass er Fluktuation nachhaltig belastet, ist einfach so nicht richtig oder so absolut, wie er schreibt, auch nicht richtig. Der Erfolg basiert häufig auf unterstellten Konstantbleiben, Nettorenditen oder Unternehmenssteuersätzen. Wir machen es komplett anders. Wir berechnen in unseren Hochrechnungen den Nettozins, der erforderlich ist, dass das Ganze ausfinanziert ist. Dass das Ganze im Worst-Case-Szenario aussterben Versorgungswerk, kein Fortführen, keine neuen Mitarbeiter, keine Fluktuation, was hier einfach erforderlich ist, wenn der Arbeitgeber nicht bereit ist, irgendwas zu zahlen, also weder Einrichtungsgebühren noch Verwaltungskosten noch Pensionssicherung. Das ist die Minimumgröße, die muss erzielt werden, im Durchschnitt langfristig, dass sie schwanken kann, ist klar. Wenn er sich dies nicht vorstellen kann und auch die Vorteile nicht nutzen kann, dann ist an der Stelle der Unternehmer ungeeignet und sollte davon Abstand nehmen. Das ist richtig. Auch bei der Beleihung von Kassenvermögen ist Vorsicht geboten, denn eine geschickte Auswahl der Ausgangsdaten führt oft zu enormen Liquiditätsgewinnen, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Ich glaube, Liquidität ist keine Frage der Ausgangsdaten, sondern Liquidität ist das, was die Mitarbeiter umwandeln. Es bleibt dann Liquidität da, nicht mehr und nicht weniger. Und von daher ist es genau berechenbar. Klar, die erste Musterberechnung, da muss geschätzt werden, aber dann spätestens weiß man es genau und rechnet mit den genauen Daten. Aber es ist keine geschickte Auswahl von Ausgangsdaten und jeder seriöse Verwalter, der so Hochrechnungen erstellt, wird auch bei den Hochrechnungen sehr vorsichtig sein mit geringen Teilnahmequoten, mit geringen Umwandlungsbeträgen rangehen,
sämtliche Parameter wie partielle Steuerpflicht, höherer durchschnittlicher BSV-Beitrag, aussterbender Sorgungswerk, keine Fluktuation und solche Dinge einrechnen. Und das ist einfach der Punkt. Und genauso kurz kann man es beantworten. Die Hinweis auf die Haftung ist überflüssig, eben weil es eine Darlehensgeschichte ist, und bei Bank würde auch nicht darauf hinweisen. Das Gleiche ist auch beim Arbeitgeberzuschuss, genauso wie bei der Entgeltumwandlung. Einen, den ich statt einer Gehaltserhöhung gebe, und so mache ich es ja im Endeffekt, muss ich nicht abfließen lassen und der steht mir zur Verfügung. Warum hohe Fluktuation belastet, ist ein Rätsel. Für Arbeitgeberfinanzierte, denke ich, ist es absolut klar. In der Entgeltumwandlung machen die fluktuationswilligen Mitarbeiter regelmäßig nicht mit oder werden bei Ausscheiden mit den Kleinbeträgen bis ca. 3.000 Euro abgefunden. Also es dürfte alles kein Problem sein. Und was die Annahmen betrifft von sinkenden Steuersätzen, ist derzeit nicht auszugehen. Höhere Steuersätze würden tendenziell steigende Vorteile bedeuten. Das Modell ist aber kein Steuersparmodell. Und wir zumindest Fels rechnet mit einem Worst-Case-Szenario, ein Zins, der schlichtweg erforderlich ist, um das Ganze ohne Aufwand des Arbeitgebers auszufinanzieren. Und diesen Zins und die Wahrscheinlichkeiten, diesen zu erreichen oder zu übertreffen, nimmt der Arbeitgeber zur Grundlage seine Entscheidung. Da wird er sich überlegen, kann ich das schaffen? Wenn er zur Entscheidung kommt, oh, der ist ein bisschen hoch, dann muss er halt einen geringeren Arbeitgeberzuschuss machen als 50%, wenn er denn in Wirklichkeit gar keinen Zuschuss geben will, wenn der rein aus der Entgeltumwandlung produziert werden soll durch Zins. Dann muss er halt hier einfach seine Abstriche machen. Im Ergebnis ist die Stellungnahme und alles, was die verschiedenen Lehrvideos davor sind, zu den Versichererargumenten schlichtweg pauschal und auf Basis von Halbwahrheiten aufgebaut. Ich glaube, das darf man ganz deutlich sagen. Die Entscheidung wird man angesichts der Relevanz des Nutzens treffen. Also Unternehmer, der Liquidität braucht, der Liquiditätsreserven nutzen kann und die versteht, was es unternehmerisch bedeutet an Krisensicherheit, an Chancen, die er ergreifen kann und so weiter. Mitarbeiterbindung und Fachkräftegewinnung. Hier glaubt, durch effiziente Vergütung und hohen Nutzen was machen zu können, der wird sich dafür entscheiden. Die unterschiedlichen Auswirkungen sind sehr transparent in der Hochrechnung zu sehen. Die letztendliche Lage bleibt, traut sich der Unternehmer zu, den zugesagten Zins zu erreichen und dem Mitarbeiter genauso wie auch einer Bank bei Fälligkeit das Geld zurückzuzahlen. Das ist die zentrale Frage, um das dreht sich alles. Da wird er es entscheiden und ansonsten, denke ich, wird er sich an seinen Vorteilen orientieren. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.